Das denkst aber auch nur du, Zeit dafür zu sorgen, dass du nichts mehr übernehmen kannst. Hör auf, so dämlich mit dem Schwert herumzuspielen, du Narr. Nun gut, es wird Zeit. Hoppala, weg mit deiner Hand, weg mit deinem Hut. Spider-Man, fang! Weg mit dir! Wie ist das möglich? Das kann doch... Nein! Ich löse mich auf! Ich werde zu Wasser... Puh. Spider-Man, geht's dir gut? Alles in Ordnung, Reitwein. Es war ein schwerer Kampf, aber wir haben es hingekriegt. Alles bestens, alles gut. Ja, alles bestens, alles gut. Oh. Ihr habt es geschafft? Ganz ohne meine Hilfe. Wie fabelhaft. Ja, und was hast du inzwischen gemacht, Karl? Ich hab mich ausgeruht. Bald, wisst ihr, der Ohnmachtfall, den sie auf mich zugeschossen haben. Sie haben gar kein Ohnmachtfall auf dich geschossen. Jetzt sitzt sie in der Tinten. Jo, also weißt du, das war so. Bin so verrammt worden und dann habe ich mich so gedacht, na jo, wenn ich schon da hinten verrammt bin, dann kann ich die Chance wohl auch am besten gleich nutzen, um... Naja, du warst schon zu schlafen. Typisch, Karl. Das dreiviertel der Jahr schlafen und die andere Hälfte des viertelten Jahres, das noch übrig bleibt, auch wieder schlafen. Ja, das ist wirklich typisch, Karl. Hey, danke, Redwein, dass du dich für unsere Seite entschieden hast. Nicht nur die Köflacher-Parade, sondern auch ich haben dich alle ganz falsch eingeschätzt. Wir haben alle gedacht, du bist ein komischer Typ. Und dann jetzt das hier. Wir dachten ernsthaft, du würdest ihm mithelfen, die Welt zu übernehmen. Ja, weißt du, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um darüber nachzudenken. Und dann ist mir erst richtig klar geworden, dass ich gerade dabei war, einem Schurken zu helfen, die Welt zu übernehmen. Ha, da musste ich jetzt einfach euch helfen. Also, und so ganz nebenbei, ich habe meinen eigenen Willen. Und mein bester Freund, wie ich ihn früher genannt habe, wollte mich nur zu seiner Armee drängen und mir Befehle geben. Jo, das wollte der Depp, aber er hat's nicht hingekriegt, weil du halt ein gescheiter Kerl bist, Redwein. Gescheit. Sehr gescheit, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen, Redwein. So ganz nebenbei. Ekelhaft. Seine Hand. Bäh. Ich glaube, das schicken wir ins Museum. Ja, das werden wir. Also kommt, Leute. Ich nehme euch mit. Jupp. Denn dass wir ein Problem weniger haben, heißt nicht, dass wir keins mehr haben. Hui! Was zum... Ha. Oh, aua! Das hat weh da. Das war ein echt harter Schlag. Es reicht mir mit dir.
Suchst du doch sicher einen Spielkameraden, hä? Ja, suche ich. Und ich suche dich als neuen Spielkameraden. Ach ja, wenn du mich als neuen Spielkameraden willst, warum denn auch nicht? Da bin ich jederzeit einverstanden, also echt jetzt. Macht doch Spaß mit mir zu spielen, oder? Ja, vor allem wenn du am Boden liegst. Ich kann von dir nur das Gegenteil sagen. Wenn du am Boden liegst, ist es langweilig. Wenn du stehst, macht mir der Kampf mit dir Spaß. Was willst du denn jetzt tun? Einfach ein bisschen abwarten. Auf was willst du denn warten? Auf den D-Zug? Fliegerkart! Palladio! Wer sitzt am Klo? Da Niccolo! Auf Flieger Karl habe ich natürlich gewartet. Auf wen denn sonst? Naja, ich hätte auch auf andere Verbündete warten können. Ich habe irgendwie gewusst, dass Karl jetzt kommt. Du wirst bereuen, was du mir angetan hast mit meiner Hand. Mit deiner Hand? Was ist denn mit deiner Hand? Hier! Siehst du das nicht? Hä? Das hat wehgetan. Siehst du das nicht? Wie oft ich es dir noch zeigen muss, bis du mal kapierst, was du mit mir getan hast. Oh, mich würgen, das ist keine lustige Strategie. Weißt du? War wohl nichts. Es war schon was. Einen Moment, tauschen? Nein, nicht tauschen. Ich habe so viel Spaß hier. Ach so, so meintest du. Hä? Oh, ouch. Es macht sehr viel Spaß, zur Abwechslung mal gegen einen Zwerg zu kämpfen. Zwerg, ich bitte dich. Nur weil du eine Bohnenstange bist, heißt das nicht, dass ich gleich ein Zwerg sein muss. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin da mal weg. Das Venom-Sein hat schon wieder aufgegeben. Heute war schon zu müde, was? Quatsch, es schläft doch nie. Das sollte auch nur ein Witz sein. Ich weiß doch, dass das Venom-Sein nicht schlafen kann. Und was ist mit uns jetzt? Wir sind noch nicht ganz fertig. Guck doch. Es reicht mir. Ich werde gehen. Sogar der Muskelmann gibt auf. Was haben denn heute alle? Ich glaube, der Muskelmann hat schon genug Kampf mit mir gehabt. Bleibt noch der dunkle Meister. Oh, und was ist mit mir? Lieber Himmelschlangenkopf, du natürlich auch noch. Wer hätte das denn gedacht? Du bist selbstverständlich auch noch da. Ha, ja, bin ich. Moment mal. Leute, mir fällt da was ein. Knochenspinne? Oh, endlich. Ich muss mich ausruhen. Danke für deine Hilfe übrigens, Eisenbaron. Nichts zu danken. Also? Knochenspinne? Jetzt bist du dran. Benutz jetzt die Glauterne und mach mit dem dunklen Meister, was dir passt. Dang, 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 dang. Also dann, jetzt werden wir... Was ist denn mit euch los? Ich bin immer noch der dunkle Meister, immer noch euer Meister.
Und das sehe ich etwa nicht so aus? Nein, dunkler Meister. Ehrlich gesagt, müssen wir sagen, du siehst aus wie eine Zitrone. Was ist nun geschehen? Das ist nicht lustig. Und außerdem sehe ich nicht aus wie eine Zitrone. Sehe immer noch aus wie... eine Zitrone. Ja, du bist jetzt eine Zitrone, dunkler Meister. Das waren bestimmt die da unten. Das werden sie mir büßen. Verwandelt mich zurück. Na klar doch. Gut. Jetzt wird ein starker Windstoß kommen und euch alle davon wehen. Was? Ich kann mich nicht halten. Was zum Hilfe? Gute Arbeit, Spinne. Ja, weil du mein allerbester Freund bist, hast du jetzt noch, dafür, dass du heute nichts tun konntest, den letzten Spaß gehabt und durftest den dunklen Meister vertreiben. Das reicht. Ihr habt vielleicht gewonnen, aber damit immer noch ich. Hä? Was? Was? Das ist nicht komisch. Warum bin ich so dünn? Und wo zum Teufel sind meine Hände geblieben? Danke, 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 danke. Ich bin ein Buntstift. Ich mach euch alle platt. Knochenspinne? Los. Was? Gut, das ist ja auch wieder normal, aber wird weggeblasen, genau wie seine Kumpanen. Ha, das ist gut. Aber eigentlich sind sie die Kumpanen des dunklen Meisters. Jetzt werden wir nicht genau, wir alle sind schon müde, gehen wir heim und schlafen. Ja, der Morgen bin ich auch. Also Karl, du hast die ganze Zeit geschlafen, während wir gekämpft haben. Also. Aha, Korn. Was hab ich da gerade gehört? Hat das beide nur Spaß gemacht? Nein, ich hab die Wahrheit gesagt. Korn, dann gibt's doch, wenn der halt einmal draußen schlafen kann. Oder besser gesagt, die ganze Nacht draußen sitzen bei den Lärm. Er heißt Korn und sitzt direkt neben mir. Hilfe!